herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Bundesliga-Partie zwischen unserer Fortuna und dem FC Augsburg. Ich begrüße beide Cheftrainer auf dem Podium. Wie immer gehört dem Gast das erste Wort. Herr Herrlich, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir hier heute den Punkt geholt haben gegen eine starke Düsseldorfer Mannschaft, die in den letzten Spielen immer gezeigt hat, zu was sie fähig ist. Ich denke, wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen. Dann war die Situation mit dem nicht gegebenen Tor, wo ich froh bin, dass es den Videobeweis gibt, weil von mir aus konnte ich es nicht sehen. Das Handspiel war, ich hatte mich eigentlich nur geärgert über den Freistoß, dass der überhaupt gegeben wurde. Den habe ich nicht so gesehen, aber da haben wir wirklich dann, waren wir froh, dass das Tor nicht gegeben hat. Und fast im Gegenzug haben wir gegen eine geordnete Abwehr uns da gut durchgespielt, eine gute Spielverlagerung, dann guten Tiefenlauf von Florian Niederlechner, dann geht er gut im 1 gegen 1 vorbei und schließt eiskalt ab. Und das hat uns natürlich dann Kraft gegeben und wir haben eigentlich dann, denke ich mal, das Spiel ganz gut kontrolliert, trotzdem den Gegentreffer bekommen, aber sonst relativ wenig zugelassen im Spiel, haben das gut verteidigt, die Düsseldorfer Angriffe und sind teilweise auch sehr hoch gestanden, haben versucht, früh das zu unterbinden, hatten auch noch 2, 3 sehr gute Möglichkeiten, die wir vielleicht hätten nutzen können, um dann das Spiel auch hier noch zu gewinnen. Die letzten Minuten haben wir es dann auf Dreierkette umgestellt, beziehungsweise auf Fünferkette haben Marek Suchi noch hinten reingestellt, um den Punkt dann letztendlich mitzunehmen und sind natürlich jetzt alle überglücklich, dass wir es jetzt auch rechnerisch endgültig gepackt haben, dass wir nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen. Herzlichen Dank, Herr Herrlich. Uwe, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Gratulation den Augsburgern zum Klassenerhalt. Für uns war das nicht das gewünschte Spiel und nicht das gewünschte Resultat, was wir uns vorgestellt haben. Aus meiner Sicht war ein Spiel zu viel, one game too many. Wenn man dann auch noch die Reihenfolge der Situation dann Revue passieren lässt, Tor geschossen, aberkannt, das fünfte jetzt, war aber wohl Hand, also korrekt. 2 Minuten später dann Tor bekommen. Und das hat irgendwo uns das Selbstvertrauen ein bisschen genommen. Was mich ein bisschen geärgert hat heute, war oder überrascht hat, negativ, war, dass unsere Struktur im Spiel gegen Ball, unsere Struktur im Spiel mit dem Ball war nicht klar. Wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die so überragend anläuft wie Augsburg, da müssen die Abläufe eigentlich top sein. Und heute waren wir, ich weiß nicht, ob das durch die Situation war oder ob das vielleicht auch das dritte Spiel in der Woche war. Wir waren halt nicht, hatten nicht die geistige Frische gehabt, diese Dominanz mit dem Ball zu entwickeln, um hier das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank, Uwe. Dann kommen wir zur Fragerunde. Die erste Frage geht an Uwe Rösler und ist von Jörg Tschoche von der Bild-Zeitung. Ihr Spieler Kahn Ayhan hat sich nach dem Abpfiff mit fast allen Augsburger Spielern angelegt. Was war da los? Ich war auf Toilette. Die zweite Frage geht auch an dich, Uwe. Andreas Morbach, freier Journalist. Sie sprachen vor der Partie von einem Must-Win-Game. Könnte der starke Hang Ihrer Mannschaft zu Unentschieden am Ende zu Fortunas Verhängnis werden? Also für uns ist erstmal wichtig, dass wir sind heute nicht zufrieden mit dem Punkt, ganz klar. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Als Fortuna Düsseldorf ist es für uns, wir müssen absolut am Limit spielen, um Spiele in der Bundesliga gewinnen zu können. Und heute haben wir nicht eine Top-Leistung geboten, was auch vorkommen kann. Die Mannschaft hat super Leistungen, immer wieder zurückgekommen, seitdem ich hier bin. Aber heute war das vielleicht auch psychologisch ein Spiel zu viel für uns. Es ist jetzt wichtig, dass wir diesen Punkt mitnehmen. Die Ausgangsposition hat sich weiter verbessert. Wir müssen trotzdem bei Union gewinnen, um mathematisch sicher zu sein. Wir müssen uns jetzt, sage ich mal, auch mental erholen. Darum habe ich der Mannschaft 2 Tage freigegeben, dass wir dann ab Dienstag im frischen Geist und frischen Körper diese Aufgabe Union in Angriff nehmen. Nächste Frage kommt von Moritz Löhr und geht ebenfalls an dich, Uwe. Wie bewerten Sie die Handspielsituation von Kahn Ayhan vor dem vermeintlichen 1:0 und wie hat diese Entscheidung das Spiel in dieser Phase beeinflusst? War sehr schlecht zu sehen.
Ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mir ein Video anzuschauen. So, mir wurde aber gesagt von meinem Staff, dass es war leichtes Handspiel. Und wenn es Handspiel war, dann war es Handspiel. So, so einfach ist das. Ich habe mich da weniger damit beschäftigt. Ich habe mich eigentlich mehr damit beschäftigen müssen, dass wir unsere Struktur im Spiel finden. Ne? Und das ist uns leider nicht über die komplette Spielzeit gelungen. Daniel Teveleit von der FAZ will Folgendes von dir wissen, Uwe. Ärgern Sie sich heute über eine verpasste Chance oder freuen Sie sich über einen Punkt, der noch wertvoll werden kann? Ich habe hier öfters gesessen in den letzten Wochen und Monaten und habe mich eigentlich immer war eigentlich immer irgendwo relaxed gewesen, weil wir eigentlich sehr guten Fußball gespielt haben. Dann sehr oft uns dann nicht belohnt haben, spät auch in den Spielen. Heute sitze ich hier und sage, generell können wir besser spielen, müssen wir besser spielen. Und das ist auch meine Aufgabe, das jetzt wieder in der Woche hinzukriegen. Und das werden wir auch hinkriegen. Ich glaube, die zwei Tage, die tun der Mannschaft gut. Und dann werden wir einen Matchplan haben, den wir dann noch voll konsequent umsetzen mit unserer DNA, so wie wir spielen. Und dann sehe ich optimistisch dem Spiel entgegen in Berlin. Die nächste Frage geht an Heiko Herrlich und kommt von Carsten Lappe von der dpa. Wie sieht eine Nicht-Abstiegsfeier in Corona-Zeiten jetzt aus? Ja, ruhig und leise. Also ich gehe davon aus, dass die Jungs sich freuen, aber durch die Vorgaben von der DFL, es geht ja noch weiter, denke ich mal, weiß jeder um die Verantwortung, die er hat. Und wenn einer ein Bierchen trinkt oder in einer kleinen Gruppe mit Abstände, dann ist das in Ordnung. Aber wir haben nächste Woche noch ein Spiel. Und wenn wir das erfolgreich bestreiten, können wir auch noch ein paar Plätze klettern. Und das muss unser Ziel sein. Da müssen wir trotzdem weiter professionell bleiben. Auch wenn wir jetzt heute was zu feiern haben, muss es trotzdem ruhig und leise bleiben. Weiter Carsten Lappe, diesmal an Uwe Rösler. Ihr Team wirkte nach der Pause, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, nervöser und fahriger als davor. War der Druck oder die Belastung der vergangenen Wochen zu groß? Also ich habe uns so gesehen, dass wir schon in der ersten Halbzeit nicht das Potenzial ausgeschöpft haben, das wir haben, speziell mit dem Ball. Ja, und da habe ich auch keine große Änderung dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Und ich glaube, unsere Mannschaft, die wird wieder zurückkehren. Wir haben das jetzt Woche für Woche bewiesen. Und heute haben wir uns alle mehr vorgestellt. Es hat leider nicht so geklappt, aber so ist es nun mal im Leben. Ja, im Leben geht nicht immer alles glatt. Man muss hart kämpfen für jeden Meter. Ja, und das werden wir nächste Woche in Berlin machen. Nächste Frage kommt von Tobias Kemberg von der Westdeutschen Zeitung und geht an Uwe Rösler. Was fehlte Ihrer Mannschaft offensiv in der zweiten Halbzeit, um das zweite Tor zu erzielen? Abläufe, Mut, Frische, geistige Frische, physische Frische, viele Komponenten, Ballsicherheit, Selbstvertrauen, viele Komponenten, die wir über lange Abschnitte, seitdem ich hier bin, gezeigt haben, heute aber nicht zeigen konnten. Und wir werden das auch auswerten und werden die Spieler auch ihre Chance haben, sich da auch zu äußern. Aber für mich ist jetzt, das kommt im Fußball vor, ich bin lang genug dabei und ich kenne meine Mannschaft und wir werden nächste Woche voll da sein. Noch eine Frage an Heiko Herrlich von Marco Scheino von der Augsburger Allgemein. Herr Herrlich, nach der zwischenzeitlichen Torflaute hat Florian Niederlechner genau zur richtigen Zeit seine Wichtigkeit für den FCA gezeigt. Ja, damit hat er das eigentlich selbst alles beantwortet. Wir sind froh. Ich habe immer gesagt, er in den Phasen, wo er in der Kritik stand, dass er nicht mehr trifft, dass er ganz wichtig ist für uns in der Art und Weise, wie er anläuft, wie er für die Mannschaft arbeitet gegen den Ball, wie er auch offensiv seine Aktion hat. Und manchmal ist es so, da haben Stürmer einfach eine Flaute und wichtig ist, dass man da dranbleibt und weiter arbeitet fürs Team. Und dann werden die Tore irgendwann automatisch wieder kommen. Ich habe immer in der Phase gesagt, solange du die Chancen hast, brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn du mal die nicht mehr hast. Dann wird es ein Problem und er hatte die immer. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass er so entscheidende Tore gemacht hat für uns. Die nächste Frage kommt von Bernd Jolitz von der Rheinischen Post und geht an Uwe Rösler. Selbst erfahrene Spieler wie Kahn Eihahn, André Hoffmann oder Kevin Stöger wirken heute sehr nervös und fehlerhaft.
Tagesform oder nagt die Tabellensituation an den Nerven? Kann ich nicht beantworten. Ich würde es gerne beantworten, aber das muss ich erst rausfinden. Ja. Die nächste Frage kommt von Patrick Scherer, ebenfalls Rheinische Post. Das Spiel mit Ball war heute das große Problem. Es wirkte verkrampft und uninspiriert. Was gibt Hoffnung, dass das in Berlin kommende Woche anders aussieht? Ja, also wie gesagt, also wir standen jetzt über einen längeren Zeitraum, Woche für Woche, unter einem unheimlichen mentalen Druck und auch immer wieder zurückzukehren. Und das war vielleicht heute ein Spiel zu viel. Das war das dritte Spiel in der Woche. Wir haben in Leipzig einen unheimlichen Fight abgeliefert und sind sehr, sehr spät im Spiel zurückgekommen. Und ich hatte eigentlich gedacht, durch die 5 Auswechslungen oder 6 Auswechslungen, die wir dann vollzogen, dass wir diese geistige Frische wieder haben. Aber irgendwo hat es heute nicht ganz gereicht. Das ist nun mal kein Beinbruch. Wir sind alle Menschen. Wir können nicht funktionieren wie Maschinen zu jedem Spiel. Und das betrifft auch manchmal auch die Besten. Ne? Und das ist nur, man kann hinfallen, ist immer entscheidend, wie man aufsteht. Und wir werden wieder aufstehen. Dann die letzte Frage, die kommt von Frank Neusser vom Express. Herr Rösler, wie viele Hoffnungen setzen Sie auf die Hilfe von Seiten des 1. FC Köln in Bremen? Selbst ist der Mann, ist immer meine Devise gewesen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei beiden Trainern, wünsche dem FC Augsburg eine gute Heimreise und eine schöne Klassenerhaltsfeier. Dankeschön. Danke.